Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Mental Hospital. Und da legen wir auch gleich wieder los. Wir sind wieder am Anfang und machen die ganze Tortur nochmal, die wir letzte Folge auch schon hatten. Nehmen wieder die Waffe auf, sind hier in unserem Kabuff und müssen versuchen, hier rauszufinden irgendwie. Haben natürlich hier wieder unseren schönen Wagen, wo ich gucke, ob ich irgendwas finde, aber wie gesagt, oder wie gehabt, es ist nichts. Man kann nichts aufnehmen. Und dann gehen wir hier wieder lang an dieser Wand. Ja, diese Folge wollte ich nochmal erwähnen, warum ich letzte Folge, warum ich das hier alles nachkommentieren muss, das jetzt auch wieder nachkommentiert. Und oh, Alter. Scheiße. Was ist da hier nur los? Ja, das Ganze ist nachkommentiert, weil ich einfach keine Zeit hatte, wo ich das aufgenommen habe. Ich wurde ständig gestört, deswegen waren noch 4 Cuts drin. Na, Alter. Das war so nervtötend. 4-mal musste ich unterbrechen letztes Mal. Man hat es das ein oder andere Mal gemerkt. Und deswegen ist das Ganze dann auch nachkommentiert. Nicht irgendwie, weil ich so eine Pussy bin und übelst rumgeschrien habe, als ich das hier aufgenommen habe, sondern einfach nur, weil ich die ganze Zeit gestört wurde. Ich wollte es aber unbedingt aufnehmen. Zumindest das Gameplay, und habe ich es dann halt so gemacht. Und ja, deswegen ist es so, wie es jetzt ist. Und hier haben wir einen Stuhl, den wir nicht benutzen können. Und wir gehen hier mal schön weiter. Hier noch irgendwas dahinter. Ja, die Räume hatten wir letztes Mal auch durchgeguckt. Oh, was ist denn das hier? Ja, nicht so geil. Die Türen schließen sich immer von alleine. Kein gutes Zeichen. Ach, Mann, Mann, Mann. Dann wieder hier entlang, wie in der letzten Folge. Und hier haben wir wieder die Tür, die sich nicht öffnen lässt. Ja, nur noch mal kurz, also Steuerung ist ganz normal, WASD. Und E zum Öffnen bzw. Aufnehmen oder so. Interagieren. Und mit der Maus halt dann, also eigentlich so ähnlich wie Minecraft. Ja. Na halt, ein bisschen gruseliger als Minecraft ist es dann schon. Also vor den Zombies fürchte ich mich nicht so sehr. Ja. So, jetzt auch mal gut mit den schlechten Sprüchen, Alter. Na gut, das hat man letztes Mal dann auch schon. Die ganzen Sachen wiederholen sich ja dann auch wieder. Alter. Wieder an derselben Stelle wie letztes Mal. Jetzt gehen wir mal hier an die Tür. Und gucken mal, was hier so los ist. Und hier sind Monitore. Okay. Und stehen übelst viele Geister hier in dem Raum. Also in dem Speiseraum, sag ich's mal. Lichtschalter geht da an. Nee. Ist gar kein Lichtschalter. Ne. Geht nämlich die Tür auf. Hätt's gedacht. Und dann gehen wir mal an der lang jetzt, an der Wand lang. Und I need a key. Wir haben den Schlüssel nicht. Scheiße. Wir brauchen unbedingt einen Schlüssel. Dann gehe ich erst mal hier durch. Ne, geht auch nicht. Scheiße. Überall flackert alles übelst. Also spielt jetzt selber. Dann wisst ihr, wie das ist. Und you're already dead. Ja. Das ist nicht so geil. Hier noch irgendwas. Eine Badewanne. Und eine Puppe mit abgerissenem Kopf. Tja. Oh. Hilfe. Ach. Was ist hier los? Alter. Alter, das ist ein Viech. Hilfe. Hilfe, soll ich das... Soll ich das besiegen? Ah, wieder weg.
Ein Schuss hat gereicht. Und dann gehen wir mal hier noch lang. Alter, das ist schon ziemlich nervenaufreibend hier. Also wenn man es guckt natürlich nicht, aber wenn man es zockt halt. Deswegen ist der Download-Link auch in der Beschreibung. Und ja, aber ich persönlich wünsche mir noch ein bisschen mehr Interaktion. Dass man vielleicht auch mal sich in die Badewanne setzen kann und sich dort verkriechen kann. Das wäre sehr schön. Vor allem für Leute wie mich. So. Ja, was ist hier jetzt? Ja, hier ist Treppenende, da kommst du nicht mehr weit. Ach man. Kann mich hier auch verkriechen? Nee. Na, dann gehen wir wohl mal hier durch. Durch den Gang. Hier wieder die Tür. Und hier ist jetzt ein anderer Raum. Alter. Alter, Junge, mach keinen Scheiß hier. Irgendwelche Rohre hier. Nee. Ich hatte gehofft, da ist Munition, aber leider nicht. Dann gucken wir nochmal hier hinter. Hier noch irgendwas. Mann, ey. Na, dann gehen wir mal weiter unseren Gang. Und mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. So. Aber wahrscheinlich wie letztes Mal in den Tod. Ach, ja, das Wasser leck. Und dann rechnet jederzeit damit, dass irgendwas kommt hier. Aber ich denke mal, viel mehr als der Tod kommt hier eh nicht. Gut. Wir hätten wieder verloren. Noch eine Runde davon wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, ich bin ganz schön fertig mit den Nerven. Okay, dann tschüss.